euch eines der ersten Lila Lindwurm-Hits beibringen. Und zwar das Lied Das Känguru. Und das wollte ich auf der Ukulele euch zeigen. Das ist auch ein Bewegungslied. Es ist klar, was man dabei machen kann, nämlich hüpfen wie so ein Känguru. Ich spiele es euch einmal vor und dann gibt es noch die Erklärungen zu Griffen und Schlagmuster und am Schluss hänge ich auch nochmal die Noten an. Das Känguru. Das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru. Hüpfen wir zu, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru. Hüpft immer zu. Es hat nen Beutel vor dem Bauch, da guckt ein kleines Känguru raus. Das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru. Hüpft immer zu. Das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru. Hüpft immer zu. Dem Kleinen, dem ist schwindelig, ihm passt das viele Hüpfen nicht. Das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru. Hüpft immer zu. Das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru. Hüpft immer zu. Hey Mama, halte doch mal an, damit ich mich erholen kann. Doch das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, hüpft immer zu. Das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, hüpft immer zu. Das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, hüpft immer zu. Das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, hüpft immer zu. Das Känguru ist auf unserer CD Tierisch Wackel Petra erschienen und ganz am Anfang auch mal auf Kassette. Ja, die Griffe. D-Dur ist der erste Griff, also das Känguru, das Känguru. Und dann kommt das Känguru. G-Dur als nächster Griff. Das Känguru, A-Dur, hüpft immer zu. Also eigentlich immer eine Kadenz. G-Dur, G-Dur, A-Dur, D-Dur. Im langsamen Teil sind dieselben Griffe, eben nur ein bisschen langsamer. So, Griffmuster beim schnellen Hüpfteil, das Känguru. Einfach immer runter, rauf. Wenn ihr möchtet, könnt ihr der hochkommt, ein bisschen mehr betonen, den Anschlag, den zweiten, also 1, 2, 1 und immer ein bisschen mehr betonen oder einfach runter, rauf. Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, das Känguru, hüpft immer zu. Im langsamen Teil habe ich einfach diesen Anschlag runter, runter, rauf gewählt. Dem Kleinen, dem ist schwindelig. Okay? Dum, da, da, dum. Ein bisschen geschaffelt, nicht drüber nachdenken und zählen, einfach fühlen, wie es ist. So, dann Griffe habt ihr, am Schluss nochmal die Noten. Viel Spaß beim Singen und beim Hüpfen!